eine ganz kleine Werbung. Mein Name ist Thomas Weber. Ich bin 54 Jahre alt, komme aus Kleinbottrop. Ich bin Krankenpfleger und das mache ich auch sehr gerne. Nach den 12-Stunden-Schichten bin ich immer total fix und fertig. Ich kann gar nicht verstehen, warum die mir dann das Gehalt kürzen. Ich bin ein gut angesehener Kollege von allen. Ich helfe gerne, ich mache alles und wenn es mir wirklich am schlechtesten geht, dann muss ich mich beleidigen lassen. Dann geht's mir bestimmt wieder besser. Hallo? Du gehörst mal richtig durchgenudelt, du Blödmann. Ich bin nicht blöd. Die neue Beleidigungshotline von Adam Wolke ist total, die ist riesig. Wenn man wirklich so einen Tiefpunkt erreicht hat, dann möchte man ja noch runterkommen. Und die Beleidigungshotline ist der Hammer. Was hat denn das eigentlich mit deiner Sendung über Pisa zu tun? Deine Mutter hat was mit Pisa zu tun. 0815 Callcenter, spare nicht an freundlichen Phrasen. Die Beleidigungshotline ist eine Hotline, die den Markt bereichert. Komm her! Du Fotze. Du sitzt da an deinem Callcenter, da war's. Du hast dir Intelligenzsuppe auch mit der Gabel gelöffelt, oder? Komm her. Geh mir raus, komm. Was, du Ziegenfall? Vollpfosten, stelle deine Existenz in Frage. Du Hundeshund. Weißt du was, du Chef vom Romeo Sini, Alter. Lass mich in Ruhe. Was soll denn das? Wie redest denn du mit mir? Sag mal, du hast vorhin zu kleinen Pimmel, oder was? Die fast zwei Mitarbeiter dort, die geben sich so großartige Mühe. Ich komme ja nicht mehr raus daraus. Ich bin jetzt auf Wolke, Adam Wolke 7. Sozusagen. Wirklich, klasse. Also die geben sich mehr als Mühe. Kann ich nur empfehlen. Ruft an. Über 3 Anrufer mussten sich schon beleidigen lassen. Und wann sind Sie dran? Zusätzlich haben Sie mit der Taste 1 die Möglichkeit, in einen Freundlichkeitsmodus umzuschalten. Du bist ein wertvoller Mensch. Ja, das bin ich, glaube ich, auch. Schön, dass du alles bisher so geschafft hast. Richtig formuliert. Ich finde, du hast echt eine schöne Stimme. Danke. Du Fotze. Ruft an und lasst euch beleidigen. Und danach ladet ihr die neue Folge 7 von Skyline TV herunter. Sie ist jetzt auf skylinetv.com komplett und in 4K erhältlich. Eine komplette Stunde über Pisa und zahlreiches Bonusmaterial. Oh, eine sehr mysteriöse Folge. Nehmt euch in Acht.